So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 3, 2, 1 und bekommen was Neues. Vielleicht. Und wir bekommen nichts Neues, oder? Aber hey, dafür sind coole Skins wieder zurück, muss ich sagen. Und ziemlich coole Emotes. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hier beim Aurum-Skin an. Dazu gab es ja gestern neue Challenges, die habe ich auch dazu, also die passenden Videos habe ich dazu hochgeladen. Oben rechts auf das i klicken, dann kommt ihr zu den Videos. Zu dem Skin, er sieht schon nicht schlecht aus, aber ich muss sagen, für 2000 V-Bucks bekommt ihr deutlich bessere Skins und vor allem mehr Skins. Wenn ihr euch da irgendwie 2800 V-Bucks Skins kauft, die lohnen sich viel mehr wie dieser Skin hier. Und ich verstehe auch nicht, warum der keinen besseren Stil bekommen hat, also anstatt... Ja, hier irgendwie kein Schimmer, hätten sie den komplett irgendwie anders designen können. Aber, naja, Epic Games Entscheidung. Dann das passende Backpack hier dazu, genau dasselbe Spiel. Einmal schimmert das hier so Gold und einmal nicht mehr. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich besonders. Dann hätten wir hier, was haben wir noch? Der passende Gleiter dazu, der schon mächtig ist. Hat auch hier dasselbe Spiel. Der zweite Ziel ist nur, dass der hier dann keinen Schimmer mehr hat. Kann ich euch mal schnell hier zeigen. Aber kann man, ja doch, das erkennt man sogar recht gut. Also hier leuchtet er kaum und hier leuchtet er schon brutal. Ja doch. Und er hat auch solche, so eine Feueranimation, aber ich glaube, das dauert jetzt hier ein bisschen zu lang, oder? Oder warten wir einfach ganz kurz? Und? Na, gleich sollte es passieren. Aber das kennt ihr sowieso wahrscheinlich von den anderen krassen 1500 V-Bucks Gleitern. Ja, genau. Diese goldene Feueranimation kommt hier raus. Sonst haben wir nichts mehr im Set. Nee, dann haben wir hier dieses... Ja, okay, das war auch schon vor kurzem erst da gewesen. Ist wirklich nichts Besonderes mehr. Ist zwar cool, aber spiele ich überhaupt nicht mehr. Passende Hacke dazu, auch mega nice, aber spiele ich auch nicht mehr. Da werden die Hörner reaktiv, umso mehr Kills ihr macht. Und hier der passende Gleiter dazu, den ich auch relativ fresh finde. Und hat sogar einen nicen Sound. Ich höre mal ganz genau hin. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ist relativ gut. So, dann hätten wir hier, sie ist wieder da, okay. Wann war denn die zuletzt bitte da gewesen? Ich schau mal ganz kurz nach. Sie war zuletzt... hä? Also ich sehe hier gerade, die war zuletzt vor 31 Tagen zuletzt da gewesen. Ich glaube, das ist ein Bug. Also das ist definitiv ein Bug, weil wieder da ist falsch von dem Skin. Also ich sehe hier gerade, sie war zuletzt vor 31 Tagen da gewesen. Keine Ahnung, also ich schätze mal, dass das hier ein Bug sein wird, weil ich glaube, zu dem Skin gibt es noch eine männliche Variante und eine Spitze, ne, eine Waffenlackierung gibt es, glaube ich, zu dem Skin. Ja, aber das ist definitiv hier ein Bug. Ja, ich denke mal schon. Dann hätten wir hier aber zu dem Skin, was kann man zu dem Skin sagen? Ja, so ein Charakter gibt es schon mal aus der Season 4 im Battle Pass. Ja, ja, Backpack lohnt sich vielleicht, aber für 1-2 nicht wirklich. Dann hätten wir hier diesen männlichen Skin hier, der jetzt auch nicht wirklich besonders ist. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob wir irgendwas Seltenes haben. Nee, wir haben nicht wirklich was Seltenes. Das einzige Seltene ist sogar das hier, was wir hier gerade uns anschauen. Das war zuletzt vor 130 Tagen da gewesen, aber wirklich nichts Besonderes. Backpack vielleicht ganz cool, aber selbst das würde ich nicht spielen. Die hier habe ich mir geholt und spiele ich auch ganz ehrlich überhaupt nicht mehr. War auch ein Fehlkauf. Stocksauer, echt nice eigentlich, aber für 500 relativ unnötig, muss ich sagen. Für 200 wäre das Ganze hier schon deutlich besser. Dann haben wir hier Schalenschläger, war auch vor kurzem erst da gewesen. Ich weiß nicht, was Epic Games hat. Die hauen irgendwie jeden Monat dieselben Skins raus. Aber hat einen nice Sound. Und gut geölt, immer noch ein heftiges Emote. Okay, nice Emote. Dann hätten wir noch durch die Decke, auch für 200 V-Bucks, wirklich einen der besten 200 V-Bucks Emotes. Lass ich euch auch noch ganz kurz hier durchlaufen. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Shop-Video.